Bei der Marinade gibt es eine Faustregel. Je länger, desto besser. Das sind wunderbare Entrecôtes, die jetzt schon vor sich hin marinieren. Wie es genau gemacht wird, zeige ich Ihnen jetzt. Das sind meine wunderbaren Zutaten, die ich brauche für diese Marinade. Und zwar Olivenöl, frischer Thymian, Chili, aber nicht einfach blutige Chili, sondern ich nehme Chili Flakes, das sind die da. Einfach, je mehr Sie Schärfe gerne haben, desto mehr gehen Sie dazu. Wenn Sie Kinder am Tisch haben, vielleicht etwas weniger, mein Tipp. Dann Abrieb von einer Zitrone, Knoblauch, presst und dann einfach genug Zeit geben. So sehen die jetzt aus. Wunderbar, wir kehren sie nochmal. Die wunderbaren Entrecôtes kommen jetzt in eine heisse Pfanne. Und jetzt kommt Schärfe dazu. Chili Flakes. Wunderbar. Rappen. So, meine Entrecôtes habe ich gebraten und erst während dem Braten salzen. Und dann ist es ganz wichtig, dass man sie ein paar Minuten unter Folie lassen, damit der ganze Fleischsaft, Saftigkeit drin bleibt. So, jetzt wollen wir mal schauen. Nehmen wir eins raus. Wunderbar sehen sie aus. Rosa haben wir wollen, pink ist es geworden. Besser geht es eigentlich nicht, oder? So, wir tun es anrichten mit ein bisschen feinem Gemüse. Und dazu habe ich noch Kräuterbutter gemacht. Draufgeben. Geniessen. Ich wünsche euch Gute. Mehr Tipps und Tricks von mir gibt es auf sutero.ch/studi. Ein Träumchen.